Mit dem Netgear RAX 120 kriegst du nicht nur einen Wi-Fi 6 Router, welcher zwei 4,8 GB Stream unterstützt, sondern du kriegst auch noch ein schönes Raumschiff dazu. Aber lass uns doch mal auf die Geschwindigkeiten kommen, denn hier spielt dieser Router wirklich seine Stärken aus. Zum einen kriegst du einen ganz normalen Wi-Fi Stream mit 2,4 GHz, welcher 1,2 Gigabit pro Sekunde im Optimalfall unterstützt. Klar, diese Optimalfälle kriegst du nicht. Im Normalfall kriegst du 800 bis 900, wenn du sehr nah dran bist. Und wenn du weiter weg bist, kriegst du noch zwischen 400 und 500. Aber wo er dann auch wirklich seine Geschwindigkeiten ausspielen kann, gerade wenn du zum Beispiel einen Anschluss hast, der mehr als 1 GB übertragt für eine NAS, ist, wenn wir in den 5 GHz Bereich gehen und den mit Wi-Fi 6 kombinieren. Denn dadurch kann er Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde erreichen. Klar, auch diese Geschwindigkeiten wirst du niemals sehen, aber realistischerweise und was ich getestet habe, wenn du jetzt einen Server mit 2,5 Gigabyte verbindest, kannst du Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gigabit grad zu erwarten, wenn du sehr nah dran bist. Das heißt, du kommst tatsächlich über die 1 Gigabit Schwelle und das finde ich natürlich sehr cool. Und wenn du ein bisschen weiter weg gehst, sagen wir mal, du gehst aus dem Raum raus, aber die Tür ist noch offen, kriegst du jetzt schon noch 1 Gigabyte. Und je nachdem, umso weiter du weggehst, umso rapider tut ja auch die Geschwindigkeit abnehmen. Klar, das ist auch so die Eigenschaft von 5 GHz. Aber wenn du sehr nah dran bist und dich sogar im gleichen Raum befindest, kannst du damit gute Geschwindigkeiten erreichen, die sogar für ein NAS gutes Erlebnis reichen. Also zum Beispiel, wenn du deinen eigenen Server hast, kannst du sehr schnell auf die Dateien zugreifen. Dazu habe ich ja vorher schon erwähnt, du kriegst zweimal 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das heißt für dich, du kriegst zwei 5 GHz Netzwerke und die kannst du mit unterschiedlichen Vorteil nutzen. Zum einen könntest du zum Beispiel sagen, die Geräte, die wirklich immer die beste Geschwindigkeit brauchen, das sollten im Normalfall nur eins oder zwei Geräte sein, die kriegen eine separate 5 GHz Leitung nur für sich. Das ist gerade zum Beispiel für einen Laptop sehr cool. Wenn du da noch langsamer Geräte hast, wie zum Beispiel Handys, dann sagst du dort, die alle anderen Geräte sollen sich ein weiteres 5 GHz Netzwerk teilen. Oder natürlich kannst du auch ein 5 GHz Netzwerk für Gäste machen und ein 5 GHz Netzwerk für dich. Also die Optionen sind sehr gut. Und ich finde auch sehr cool, dass man eben zwei 5 GHz Netzwerke benutzen kann. Dazu kriegst du hier noch 12 simultane Streams. Das ist so ein kleiner Vorteil dadurch, dass man Wi-Fi 6 bekommt. Es können mehrere Geräte simultan kommunizieren. Und dadurch, dass du hier doch schon ein recht großes Paket kriegst und die dir wirklich die besten Features auch bringen wollen, kannst du bis zu 12 simultane Geräte gleichzeitig kommunizieren lassen. Das heißt, du kannst gut 60 Geräte verbunden haben, die dann dort kommunizieren, zum Beispiel ein paar Smart Home Geräte, und das reicht mit den 12 simultanen Streams mehr als aus. Und das ist auch eben ein großer Anwendungszweck von diesem Router, wenn du viele Smart Geräte hast oder generell viele Geräte, sagen wir mal, du hast 5 Familienmitglieder, die alle noch ein Handy haben, dann haben sie vielleicht noch eine Alexa oder was auch immer, dann ist das jetzt sehr praktisch, da die Geräte dann gut kommunizieren können und auch keine Stau im Netzwerk verursachen, was dann wieder zu Latenzen führt. Dazu kriegst du allerdings natürlich noch ein paar Anschlüsse mit diesem Router. Du kriegst 4x ganz normal LAN, wäre allerdings auch noch ein kleines Feature besitzt, und zwar kannst du diese zwei LAN-Ports hier zu einem zusammenschließen, das heißt, du kannst sie aggregaten, und der Vorteil hiervon ist, wenn du jetzt einen weiteren Router hast, der das auch unterstützt, kannst du zwei LAN nach unten führen und kriegst somit ein 2 Gigabit pro Sekunde Netzwerk, was für ein NAS schon noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bedeutet. Aber wenn du jetzt schon einen schnellen Anschluss hast oder ein schnelles LAN, kannst du auch diesen Multigig benutzen, welcher bis zu 5 Gigabit pro Sekunde geht und dir auch schon sehr viele Geschwindigkeiten gibt. Und ich würde sogar sagen, 10 Gigabit ist nicht wirklich notwendig, da du hier im besten Fall eh nur 1,5 Gigabit pro Sekunde ausnutzen kannst, aber es ist sehr gut zu sehen, dass es höher als 1 Gigabit pro Sekunde geht. Dazu kriegst du dann noch zweimal USB 3, die kannst du nutzen, wenn du ein kleines NAS-Netzwerk machen möchtest oder generell, wenn du einfach was verbinden möchtest. Und natürlich noch ein kleiner Power-Button, falls du es aus- oder anmachen willst. Was dazu auch noch dabei ist, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, aber bei so einer großen Kiste wohl einfach notwendig war, sie haben hier noch einen Mini-Lüfter integriert. Die gute Nachricht ist, dieser geht fast nie an. Du hast ihn einmal beim Starten, geht er manchmal recht schnell an. Oder wenn du wirklich ein sehr warmes Klima hast, sagen wir mal, drin sind jetzt schon die 30 Grad erreicht, draußen die 35 Grad, dann kann es doch schon mal sein, dass der Lüfter an ist. Aber im Normalumfeld, wenn du jetzt, sagen wir mal, 25 Grad im Zimmer hast, wird dieser Lüfter auch nicht angehen und dich irgendwie stören. Das heißt, auch in der Nacht, wenn du schlafen willst, ist dieser Lüfter im Normalfall aus. Auch die Software von dem RAX 120 hat ein bisschen was zu bieten. So kriegst du zum einen WPA 3, das heißt den höchsten Sicherheitsstandard. Dazu gibt es noch einen Gastzugang, der extra nur für Gäste bestimmt ist und das auch wieder ein paar Sicherheitsvorteile besitzt. Du kannst den USB 3 mit einem eigenen Software da drin benutzen, um es als Speicher zu benutzen.
und du kannst auch noch einen VPN integrieren, um dadurch dein ganzes Netzwerk zu schützen. Was ich allerdings jetzt noch abschließend sagen möchte, ist, dass das hier kein Modem ist, sondern wirklich nur dafür geeignet ist, wenn du bereits ein Modem besitzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei irgendeinem Internetanbieter einen Vertrag abschließt, dann senden die dir immer schon einen Router mit dazu und diesen Router verbindest du dann per LAN mit diesem Router hier und dann wird das deine Hauptstation. Aber das DSL-Kabel, wäre von deinem Hausanschluss kommt, das muss erst in einen anderen Router reingehen, da das hier eben kein Modem ist.